Wir haben in diesem Jahr das Europäische Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Das betrifft die Situation insbesondere von vielen Frauen. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass der Weltfrauenmarsch, dass der Frauenratschlag sich gegen die Abwälzung der Lasten der Krisen auf die Frauen wenden. Und das ist auch so, das haben wir auch in unserer Diskussion jetzt hier mit verfolgen können, dass insbesondere Frauen in prekäre Beschäftigungsverhältnisse gedrängt werden, dass sie zum Teil bis zu 16 Tage hintereinander in Schichten arbeiten müssen, wenn sie keine geschützten Beschäftigungsverhältnisse haben. Leiharbeiterinnen bei Opel in Deutschland werden behandelt, als wären, würden sie noch im 19. Jahrhundert leben. Das alles sind Positionen und Problemstellungen, die wir einfach nicht beiseite schieben können. Und wo ich glaube, dass es uns genau jetzt gelingen kann, dass wir sowohl die Frage der Gleichstellung von Frauen im Beschäftigungsprozess, aber eben auch die soziale Lage von Frauen, die nicht die Chance haben zu arbeiten, thematisieren können. Da gibt es ein unheimlich breites Spektrum an Dingen, die wir tun können. Eine Forderung, die ich nennen möchte, eine dringende Forderung, ist die radikale Kürzung der Arbeitszeit. Ich gehe davon aus, dass wir eine Kürzung auf 30 Stunden und weniger brauchen, wenn Frauen zu fairen Bedingungen, zu würdigen Bedingungen tatsächlich auch im Arbeitsprozess stehen sollen. Und wenn sie vor allem das miteinander verbinden sollen und können, was letztendlich die Verantwortung für Familie, die Verantwortung für ihre eigene berufliche Entwicklung betrifft.